Jo, moin Leute, herzlich willkommen. Neue Folge. Heute, was machen wir heute? Heute machen wir ein bisschen Freestyle. Wir haben einen Tag nach der Novak-Drillmaschine. Also ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, wie hier heute ist. Ich glaube, 6. oder so. Moment. 7. Wir haben heute den 7. September. Was machen wir heute? Leute, wir waren eigentlich schon auf dem Weg, heute Vormittag, ursprünglich, ich habe eigentlich gesagt, ich hole heute Nachmittag den Häcksler, dann waren wir heute Vormittag schon auf dem Weg dahin, zur Werkstatt. Dann hat er gerade zufällig angerufen und hat gesagt, oh, wann kommst du denn, wann bist du ungefähr hier um 1? Ich sagte, du, wir fahren schon, aber sind wir gerade losgefahren. Ah, sagt er, das schaffen wir nicht, wir machen jetzt noch das Orbis ran, anleeren und alles drum und dran, 2 Stunden brauchen wir noch. Ich sagte, Detlef, komm, wir drehen um. Hat er heute Morgen aber parallel schon bei Schröder Landtechnik angerufen. Und zwar folgende Story, Leute. Gestern beim Novak-Drillen, wir machen die Drohnenaufnahmen und uns ist Folgendes aufgefallen. Überall, wo der Holmer drüber gefahren ist, ist die Melde kaputt gegangen. Weil die Melde verträgt anscheinend keinen Knick. War mir neu. Also ich habe gedacht, das ist das übelst robuste Zeug. Ich habe das zwar auch schon gesehen in der Zwischenfrucht, da wo wir gefahren sind mit dem Mähdrescher und so, ist auch keine Melde mehr. Ich habe aber gedacht, weil das halt sehr junge Pflanzen war, deswegen haben wir sie kaputt gedrückt und mit dem Rad haben wir sie kaputt gedrückt. Jetzt kam mir die Idee, jo, Hannes, wenn du denn so eine Prismenwalze oder etwas in der Art bekommst und einmal über die Zwischenfrucht, die wir gestern gedrillt haben, rüberrollst, nur um zu gucken, ob davon die Melde eingeht, das müsstest du machen. Gestern fahre ich mit Lisi und Anton Pilze suchen. Fahr so den Weg da lang, fahr an Schröder Landtechnik vorbei. Ich sag, guck mal, Lisa, da steht eine Prismenwalze. Oh, und so eine schöne große. Ich sag, ich ruf mal morgen früh an, ob das ein Vorführer ist, ob ich den mal bekommen kann. Ich da angerufen heute Morgen, jo, Leute, ich hab da mal einen kleinen Test, 15 Hektar, ich würde das gerne mal einmal abwalzen, kann ich die mal zur Vorführung bekommen? Ja, warte mal, ich telefoniere. Du, die ist eigentlich schon verkauft, aber wenn du gleich heute kommst, dann kannst du die da für deine Zwecke einmal kurz nutzen und dann passt das schon. Ja, total geil. Jetzt fahre ich da erstmal hin, hol die ab. Hab natürlich nichts anderes als 900er Fan. Die anderen beiden sind auswärts Gülle zu bringen. Sonst hätte ich mir jetzt wahrscheinlich den 800er oder den 6R genommen. Muss ja nicht so ein großer Trecker vor so einer kleinen Walze letztendlich sein. Ich habe aber nichts anderes. So. Und wenn ihr jetzt wieder kommt, ja, dann müsstet ihr mal einen kleinen kaufen für so eine Arbeit. Leute, das rechnet sich nicht. Denn auch schon ein kleiner Trecker kostet 100 und 150.000 Euro. Von Luft und Liebe werden die auch nicht bezahlt. So, also fahren wir jetzt hin mit 900er Fan und machen diesen Versuch. Das ist ja auch nur ein Versuch. Wenn man das dann irgendwann im großen Stil macht, dann hat man natürlich auch ein 800er Fan oder irgendwas anderes, kleineres davon. Kleineres. Aber wie gesagt, das ist mein kleinstes auf dem Hof. Genau. Mit so einer Walze liebäugle ich tatsächlich schon etwas länger. Weil ich habe mir gedacht, so ein bisschen für die Maisstoppeln zum Zerquetschen, weil wir hatten letztes Jahr die Güttlerwalze, gut, die habe ich nicht gesehen, aber ich habe schon von vielen Praktikern gehört, dass die Güttlerwalze oder beziehungsweise eine Prismenwalze eine hervorragende Stoppelbearbeitung, Stoppelzerquetschung beziehungsweise Maiszünstlerbekämpfung machen. Ist bei mir noch kein Thema in der Region, kann aber zukunftsweise wahrscheinlich kommen. Und dann habe ich mir auch gedacht, ich wollte eventuell einen Direktsaatversuch mit meiner Pronto noch machen, bei Getreide, also im Bestand, vielleicht mal 5 Hektar in Direktsaat, einfach um zu gucken. Ich habe aber das Problem, dass der Schlitz zwar aufgeht bei meiner Pronto, also ich kriege es aufgeschlitzt, die Erde, aber im Endeffekt, wenn der Boden ein bisschen trockener oder fester ist, fehlt mir der Schardruck, um den Schlitz durchzudrücken, zuzudrücken. Und da habe ich gedacht, dann walzt du das hinterher mit so einer Walze nach. Und zusätzlich habe ich halt gedacht, ich wollte ja im Winter meine Zwischenfrucht walzen, damit die auch vernünftig abstirbt. So erstmal der ganze Gedankengang zu dem Ganzen. Also so ein Ding ist tatsächlich in der Tat sehr, sehr interessant für mich. Und auf meiner persönlichen Wunschliste an Technik das Einzige momentan und das, was vielleicht zum nächsten Jahr tatsächlich auch realisiert wird oder zum Jahreswechsel, zum Herbst irgendwann, also tatsächlich realisiert wird. Je nachdem, was das Ding kostet. Wenn das Ding natürlich wieder einen vergoldeten Preis hat, wird es natürlich schwierig, aber im Normalfall. So, da sind wir wieder. Da ist das gute Stück. 6 Meter hat es wohl. Muss es. Also ich habe 6 Meter im GPS eingegeben und das passt. Ja, was versuchen wir hier? Im Prinzip versuchen wir hier jetzt
diesen Halm zu knicken und zu brechen, so wie hier. Da habe ich gar nicht groß gegen gedrückt und dann war der kaputt. Hier, na, der ist vielleicht hier unten ein bisschen mehr geknickt. Die Frage ist, ob das reicht, aber wir probieren es ja aus. Wir wollen das ja rausfinden. Der auf jeden Fall, der sieht ganz geil aus. Ja, was ich ja gesagt habe, also so sieht es jetzt hinterher aus. So und so vorher, da seht ihr die Melde. Hier. Was ihr jetzt zum Beispiel auch seht, wir sind ja gestern hier mit der Novak rübergefahren, dass die hier gequetscht wurden, gedrückt oder so, die fangen jetzt an abzusterben. Und was ich gestern schon meine, müssen wir mal gucken, hier. Hier ungefähr, genau, ist der Holmer gefahren, genau. Hier die Bahn, hier immer so. Und da ist uns das gestern aufgefallen, dass hier die Melde jetzt beginnt einzugehen. Hier, dann war der Holmer wieder hier nicht, da fährt er mit Hundegang rüber. Deswegen walzt er das so gleichmäßig ab. Hier kommt er wieder. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera. Da. Von da nach da. Da ist die Melde abgestorben. Hier wächst Melde. So, hier so, ne? Und zack. Hier wieder Holmer gefahren. Keine Melde mehr. Genau. Und deswegen versuche ich jetzt rauszufinden, ob der Druck von dieser Walze ausreicht, damit die Melde kaputt geht. Sicherlich werden vielleicht ein paar Strunken bleiben, aber das Gros müsste ja ziemlich getroffen werden. Deshalb werde ich jetzt mal hier diese 16 Hektar sind es insgesamt, einmal komplett abwalzen, um mir das sozusagen anzugucken, wie es hinterher aussieht. Und dann habe ich mir überlegt, da drüben ist ja die gesamte Zwischenfrucht. Da mache ich jetzt mal zwei Bahnen hoch und runter. Ich werde sicherlich auch etwas vom Buchweizen kaputt walzen, aber letztendlich kommen dadurch ja vielleicht andere Früchte aus der Zwischenfrucht hoch. Es sind ja 9 Komponenten, von daher irgendeiner wird ja siegen. Ich meine, hier ist jetzt natürlich der Punkt, hier ist jetzt ein bisschen diese einjährige Rispe relativ viel schon gekommen, weil wir sind ja nun auch ein bisschen spät mit der Zwischenfrucht. Das lag ja nun nicht an uns, sondern einfach an den Holmer mit dem Miststreuen, dass das sich alles so lange gezogen hat. Ansonsten wäre hier auch schon eine Zwischenfrucht. Aber es wäre natürlich interessant rauszufinden, ob das funktionieren würde, dass wenn wir die Zwischenfrucht einschlitzen und danach mit so einer Walze rüberwalzen, ob das Ganze funktioniert. Das ist super interessant. Also wie gesagt, durch Zufall gesehen, ich habe es da drüben auf einem anderen Stück schon ein bisschen mehr beobachtet, aber da habe ich das halt auf die schwere Last vom Trecker zurückgeführt, beziehungsweise auf das frühe Stadium, wo wir darüber gerollt sind. Wir gucken mal. Was wird? Also, ich walze das jetzt hier mal fertig, roll da drüben nochmal hin, gucken wir es da nochmal an, wie es aussieht und dann sehen wir uns später wieder. Da sind wir wieder. Stück ist fertig, Stück ist abgewalzt. Und was ich so ein bisschen beobachtet habe, habe immer so jede zweite Spur ausgelassen und auf dem Rückweg habe ich sie dann gemacht. Als ich zurückgekommen bin, waren schon Teil der Pflanzen dunkler, die wir hier so abgeknickt haben. Die verlieren jetzt schon Pflanzensaft, die hier noch nicht. Aber die hier sind teilweise schon ein bisschen abgewelkter. Also es könnte was werden, Leute. Das könnte vielleicht was werden. Da das Knicken reicht, dass die Melde nicht mehr wächst, wäre auf jeden Fall eine geile Sache, wenn das so funktionieren würde. Was gibt zu dem Teil zu sagen, fragt ihr euch bestimmt auch und der Hersteller fragt sich bestimmt auch. Was sagst du dazu? Oh, ist ein geiles Teil, muss man sagen. Ist hier mittig aufgehangen, hier gelagert. Dadurch können die Walzen schön pendeln und jedes Segment kann für sich fahren. Richtig geil. Hier gibt es noch einen Striegel, den habe ich jetzt nicht genommen. Ja, wozu könnte man den nehmen? Sicherlich, wenn man nach der Saat noch ein bisschen Reinschluss haben will oder beziehungsweise, wenn nicht die ganze Saat zugedeckt ist, ein bisschen was an der Oberfläche, könnte man vielleicht noch ein bisschen striegeln. Oder bei Raps oder bei Stroh zum Beispiel. Wenn wir natürlich Ausfallgetreide zum Keimen bringen wollen. Geiles Ding, läuft auf der Achse, ist klappbar, 3 Meter. Was habe ich bei der Hektarleistung zu sagen? Hannes, lass dir 9 Meter anbieten. Ich bin jetzt 7,5 km gefahren. Ich weiß, man kann auch schneller fahren, aber ich wollte wirklich schön, dass wir auf die Pflanzen drücken. Sicherlich hätte man das auch mal mit einer schnelleren Bahn ausprobieren können oder so, aber zu viel wollte ich jetzt nicht umher experimentieren hier. Und zumal muss ich mir das auch mal merken, wo ich dann letztendlich war. Genau, so sieht es jetzt aus. Das heißt, hier kann die Zwischenfrucht jetzt wachsen. Ist ja auch geil, wenn das schon mal ein bisschen so
als Schicht oben drauf liegt und das dann dazwischen wächst. Ne? Hier ist jetzt so eine Saatreihe. Aber ich denke mal, wir werden nichts finden. Aber was ihr natürlich seht, ist richtig schön feuchter Boden. Ne? Dadurch, dass er halt so intensiv bedeckt ist, mit Reststroh, mit Mist und mit Altpflanzen, ist er halt richtig schön nass. Wenn wir jetzt vielleicht mal eine Stelle haben, die hier, die ist natürlich ein bisschen trockener, ne? Aber trocknet auf jeden Fall gut ab. Oder beziehungsweise da, wo nichts ist, trocknet das richtig doll ab. Ne? Und wir wollen natürlich die Feuchtigkeit mitnehmen, damit die Zwischenfrucht was hat zum Wachsen. Da drüben auf der anderen Zwischenfrucht habe ich so ein bisschen festgestellt, die hat jetzt so ein bisschen Stickstoffmangel. Da ist gar nicht mehr so viel in den im Boden. Ich habe letzte Woche mit meinem Farmlab geprobt. Da waren es so zwischen 20 und 30 Nmin. Das ist natürlich ganz schön mau. Deswegen werden wir da die Tage noch mal reinfahren. Ich weiß noch nicht, mit Schlitze oder Schleppschuh. Eventuell mache ich beides mal versuchsweise und düngen sozusagen die Zwischenfrucht ein bisschen, damit die ein bisschen üppiger wächst und ein bisschen mehr Biomasse bilden kann. Genau, soweit erstmal. Fahre jetzt zum Hof, puste das ganze Ding mal ab. Ist ja alles hier bloß Staub oben drauf. Das heißt, schön mit Luft bei, reicht vollkommen aus. Und dann bringe ich das Ding morgen früh weg und dann holen wir den Jaguar morgen. Also, bis morgen früh. So, schönen guten Morgen. 6:45. Ich habe gerade kurz das Ding einmal kurz sauber gewaschen, ein bisschen grob. Weil wir hatten ja nur ein bisschen Tau heute Nacht und da hat der ganze Dreck festgeklebt. Habe ich das abgewaschen. Ich wusste gar nicht, ich weiß nicht, ob ich es gestern erzählt habe, Leute. Diese Rollen hat ja Güttler auch, so in der Art, ne? Und gestern hat mir der Verkäufer erzählt, die von Güttler, da ist wohl entscheidend, wie der Winkel hier so ist von diesen Streben. Und die vom Güttler, laut des Verkäufers, also das ist die Meinung des Verkäufers, beziehungsweise die Info des Verkäufers, ist der Winkel so anders bei denen gemacht und die Spitzen so anders, dass die Pflanzenteile mehr einschneiden. Das hat der Verkäufer gestern zu mir gesagt, weil ich mich mit dem unterhalten habe über diese Walzen. Und das kann ich euch auf jeden Fall noch dazu sagen. Ansonsten schönes Teil. Schönes Teil, definitiv. Aber weil ja auch vielleicht gerade bei Pflanzenresten bzw. bei der Zwischenfrucht runterwalzen, vielleicht das Einschneiden ja eine größere Rolle spielt. Vielleicht ist denn der von Güttler vielleicht doch ein bisschen interessanter. Aber das müsstet ihr selber austesten oder wir müssten das nochmal testen, um zu sagen, jo, der schneidet ein bisschen doller ein oder ein bisschen weniger. Auf jeden Fall haben wir gestern festgestellt, ich brauche einen 9-Meter-Teil. Kommt natürlich immer auf den Preis an. Wenn man bei 9 Meter das Doppelte bezahlt wie bei 6, nimmt man auch 6. Gut, ich fahre das erstmal weg und dann gucken wir weiter. So Leute, ich habe gerade festgestellt, meine ganzen letzten Aufnahmen sind alle ohne Ton. Gott sei Dank zeichnet das Mikrofon den Ton auch mit auf. Sonst wäre das ganze Novak-Video und das mit der Walze, was wir uns ausgeliehen haben, alles futsch gewesen. So, haben wir abgeholt. Orbis 900. Sauber gemacht haben sie auch alles, sogar Scheiben geputzt. Wahnsinn, Service. Gucken wir uns das Ding einmal kurz von außen an. Was das Ding so kann. Erstmal nur kurz, um einmal zu zeigen. Im Prinzip ist das neue Orbis. Also, im Prinzip ist das neue Orbis mit der automatischen Klappe. Das heißt, die Räder fahren automatisch raus. Gut, das konnten schon die älteren Orbis auch. Aber hier diese ganze Klappung, das und das klappt alles automatisch mit weg. Sozusagen braucht man nicht mehr aussteigen, um den Transportschutz ranzumachen oder abzumachen. Ja, dann wurde das Orbis so ein bisschen komplett überarbeitet. Die Klingen sind anders geworden hier. Diese. Dann haben die jetzt nochmal zusätzlich so eine Art Mähdrescherklinge als Räumer unter. Das finde ich die jetzt irgendwo hier. Wahrscheinlich nicht, aber wenn wir nachher im Einsatz sind, kann ich euch die zeigen. Die Klappung ist anders geworden im Prinzip. Genau, könnt ihr jetzt ja auch hier im Video sehen, so dass es ein bisschen grundsätzlich ganz anders klappt.
dann ja, das ist im Prinzip so das. 9 Meter empfinde ich jetzt als nicht zu groß. Ich habe jetzt im Krone auch einen 9 Meter gefahren oder bin auch im Krone einen 9 Meter gefahren. Und meinem alten Jaguar damals hatte ich einen 57 und habe das als viel zu klein empfunden. Man hat natürlich deutlich weniger Wendung auf dem Acker und viel mehr Fahrzeit, echte Fahrzeit am Ende mit einer größeren Schneidwerksbreite. Tendenziell bei Schneidwerksbreiten heißt es eigentlich so groß wie möglich. Es sei denn, irgendwann kommt es dazu, dass die Maschine nicht genug Kraft für den Gutfluss hat. Das heißt, dass sie nicht genug Vorschub hat, damit der Gutfluss homogen ist. Das ist die Grenze. Ansonsten heißt es wirklich so groß wie möglich. Es sei denn, ihr seid natürlich extrem kleine Strukturen. Das ist natürlich was anderes. Aber wir reden hier von meinen Strukturen. Das heißt, wir haben weniger Wendezeit und wir fahren natürlich deutlich langsamer. Was auch dem ganzen Vorsatz mehr Zeit gibt zu arbeiten, das Ganze überladen. Oben der Turm, das kommt alles noch, also beziehungsweise das geht jetzt noch wieder ab. Dann kommt eine Pickup wieder ran, dann häckseln wir noch einmal Gras, dann kommt der Umbau. Der Turm kommt mit 2 Verlängerungen sozusagen, also das ist noch nicht das, wie er letztendlich kommt. Die ganze Maschine wird noch ein bisschen angepasst. Das ist wichtig zu sagen, weil da kommen die Fragen sonst wieder sowieso. Ach genau, was ich euch einfach noch mal zeigen wollte. Also das wollte ich euch unbedingt noch mal zeigen, euch noch mal hier hinter gucken lassen. Viele sind der Meinung und haben auch in dem Video geschrieben mit dem Terratrack, das ist viel zu groß, das wiegt alles viel zu viel, Bodenschonung ist uns scheißegal. Punkt 1, Terratrack, das ist schon mal Thema Bodenschonung. Das Terratrack ist drunter und dazu musste die ganze Maschine verlängert werden. Ne? Also wenn ihr seht, das hier ist alles leerer Raum. Der ist nur dadurch gekommen, weil durch das Terratrack, damit das unterpasst, wurde die Maschine verlängert. Dadurch haben wir leeren Raum bekommen. Dann haben wir hier den Kühler und hier den Motor. Also ihr seht, bei so einem Häcksler ist unfassbar viel leerer Raum. Und wir können eigentlich sagen, da wo der Turm rauskommt, bis hier so ungefähr ist der Gutfluss. Hier passiert alles, danach ist nur noch Kühlung und Motor. Ja, da ist im Prinzip ja gar nicht so viel Technik drin. Und man kann auf jeden Fall sagen, die letzten 12 Jahre, die ich jetzt Häcksler fahre, ist er tatsächlich sogar von 680 PS auf 650 runtergegangen, die Leistung, und hat aber deutlich mehr Durchsatz. Also von dem, von wegen immer größer, immer höher, immer schneller, immer schwerer, alles Blödsinn. Hier haben wir sogar, oder ich, einen erheblichen Mehrpreis in Kauf genommen, damit wir bodenschonender sind. Weil ihr könnt euch vorstellen, ein Rad hätte vielleicht ja ein Drittel dieser Aufstandsfläche gegenüber jetzt dieses komplette Band, wenn sich das denn komplett durchdrückt. Ne? Und ein weiterer Vorteil ist die Transportbreite. Es wird ja dann auch mal gesagt, ja, und ihr verstopft dann die Straßen. Wir haben in dieser Kombination mit dem Terratrack haben wir 2,98 Meter Außenbreite. Das heißt, wenn ihr mal guckt, hier so mit Raupenlaufwerk, das ist alles eine Linie mit dem Rad. Das ist alles so angepasst, dass es alles wirklich exakt 2,98 Meter ist. Das heißt, wir brauchen A, kein Transport, bzw. kein Begleitfahrzeug. Zum anderen sind wir für den Verkehr und für den Gegenverkehr kein großes Hindernis. Für die Leute, die dort mal wieder geschrieben haben. Also, natürlich wird darauf geachtet, aber es ist aber auch der Punkt, die Maschinen wiegen immer mehr. Gut, diese jetzt nicht, aber tendenziell, wenn man sich jetzt die Entwicklung anguckt, die Maschinen werden immer schwerer, weil sie halt immer leistungsfähiger werden, weil auch immer mehr Personal fehlt in der Landwirtschaft. Und dadurch werden aber auch die Auflageflächen immer größer, auch die Räder werden größer und dadurch wird natürlich zwangsläufig teilweise auch die Transportbreite immer ein bisschen breiter. Gerade wenn man jetzt guckt, wir mit den Zwillingen, wir haben nun mal ein bisschen breitere Fläche, aber das machen wir alles für die Traktion, für die Bodenschonung und nicht, weil wir Bock haben, so eine breiten Dinger zu fahren. Gut, das soll es erstmal wieder gewesen sein und dann sehen wir uns später wieder.